Predator starte unser Raumschiff. Du weißt, dass wir bestärkt sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu Hause sein müssen. Natürlich hat er Geschenke für dich. Das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Also starte den Kahn jetzt, dass wir rechtzeitig hinkommen. Was ist denn da los? Dann rufe Obertaler und sag ihm, wir haben ein Problem. Ja, was ist? Siehst du denn nicht, dass mein Haushandwerker eine wichtige Arbeit erledigen soll, meinen Plattenspieler in Stereo umzubauen? Wir fahren nicht mehr. Warum denn nicht? Wir haben einen Totalschaden. Okay, Marty, ich bin gleich da. Und dann rufen wir den Reparaturdienst. Geht klar. So, da bin ich schon. Ich kann den Reparaturdienst nicht erreichen. Unser Funk hat nämlich auch einen Totalschaden. Was war denn das? Das hörte sich nach einem weiteren Totalschaden an. Das klang, als käme es aus deinem Privatraum. Schau mal nach, was da los ist. Habe ich dich richtig verstanden? Kork ist weg. Sieht man doch. Da ist ein Loch. Und was machen wir jetzt? Ich schätze, wir müssen ihn suchen. Predator, komm sofort auf die Brücke und fass mit an. Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Was ist das denn? Hörst du doch, das ist Kork. Du sag mal, was musiziert denn der da herum? Das muss der Schock sein. Man landet schließlich nicht oft hinter dem Internet ins Nirvana. Wir müssen ihn retten, sonst ist er verloren. Das haben wir gleich. Das ist doch nicht seine Gitarre. Die ist brandneu. Ich will bloß mal wissen, wo er die her hat. Hey, was macht ihr da oben? Kork, was machst du da unten? Du solltest doch meinen Plattenspieler reparieren. Keine Ahnung, was passiert ist. Könnt ihr mir mal helfen? Kein Problem. Aua, pass doch auf. Das haben wir doch gleich. Kann mir nur jemand verraten, wie wir unseren Kahn wieder flott bekommen? Das ist kein Problem, Obertaler. Pass mal auf. 1. 2. 3. Sag mal, Kork, kannst du unseren Kahn auch so mit Zaubern wieder flott bekommen? Wir haben nämlich einen ziemlichen Totalschaden. Nein, das ist kein Problem. 1, 2, 3. Lieber Kork, deine Zauberkräfte sind einfach beeindruckend. Gut, dass wir dich auf der Tube haben. Und sag mal, was ist mit meinem Plattenspieler? Ist der jetzt auch wieder okay? Na klar, und in Stereo. Komm zu Glauberbaba, ich bin ein Superstar. Das klingt doch richtig gut, oder? Endlich Stereo. Obertaler, bist du dir da so sicher? Warum nicht? Ich höre nichts, das nicht vollkommen wäre. In meinem Leben, dein Teil. Du hast noch heute geschrieben, Grüße. Ja, die Frage ist, was für Grüße? Silvestergrüße. Grüß deine Freunde, weil ich meinte einen Gruß von dir. Warte mal, wenn du magst, kannst du noch einen Satz hinzufügen und einen Gruß an all deine Fans richten. Marty? Ja? Ist dir klar, dass dies ein Take-Out ist? Das muss korrigiert werden. Kein Problem. Kork, meinst du, dass wir das durchbekommen? Das Take-Out muss doch raus, oder? Ja, so in etwa. Wenn nicht, schnüppelst du da irgendwas zusammen, das kriegst du schon hin. Und dann passt das auch. Geht's jetzt weiter da vorne?
Direkte Take nun bitte auf Szene 1235, Klappe 448. Und Action! Ich grüße alle Fans von Garden Productions, die diesen Film mögen, die unser Programm mögen und vor allen Dingen sich die Zeit genommen haben, das jetzt hier anzuschauen. Vielen Dank. Ich wünsche fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank auch an Oberthaler für die nette Zusammenarbeit. Ich sende bzw. verbleibe mit Much Energy, Cock. Okay, lieber Cock. Auch für dich ein schönes Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2012. Und komm gut hinein ins neue Jahr, mein lieber Cock. Wir beamen dich jetzt wieder in deine Garden Productions hinüber und komm gut nach Hause. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ich fand den letzten richtig gut. Das Wetter, also warum der dann so negativ teilweise bewertet wird, habe ich gar nicht so verstanden. Wahrscheinlich, weil das wieder eine eigene Sache war, die du da gemacht hast. Also was es so auch noch nicht so gab in der Form. Und ja, ich fand den großartig, den Film. Den gucke ich mir immer wieder mal an. Ich habe mir ja runtergeladen. Gerade das Ende, das war richtig, also ich wusste ja nicht, was passiert. Das war ein Überraschungseffekt, der ist echt gelungen. Und ich saß hier und dachte, krass. Dass das Leute überhaupt machen, weil das ist echt der Wahnsinn. Also vielen Dank, Oberthaler. Ich verbleibe jetzt auch mit Grüßen nach Berlin. Und ja, wünsche auch dir natürlich eine schöne Vorweihnachtszeit. Und man hört und schreibt sich. Much Energy, Cock.